Wäre es nicht super, wenn du dir deine eigene Messerscheide oder Scheide für die Axt herstellen könntest? Aber du willst es vielleicht, aber weißt nicht ganz genau wie. Dann habe ich eine Lösung. Und zwar Lederbearbeitung. Das neueste Buch. Wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun das neueste Buch aus dem Hause René Rossmann sozusagen. Ein in A4 gehaltenes Arbeitsbuch mit Hardcover, made in Österreich. Gute Qualität, auch so, dass man es aufmachen kann und dass man richtig schön arbeiten kann und das vor sich hinlegen kann. Was ist dieses Buch? Das Buch habe nicht ich geschrieben, sondern, weil ich bin kein Handwerker, muss ich zugeben, sondern der Bernie. Und der Bernie, den siehst du hier. Und der Bernie ist ein Experte, was Lederbearbeitung betrifft. Er macht das nebenberuflich, zu seinem Hauptjob macht er das. Und wir haben uns getroffen und wir haben mal darüber geredet und er hat gesagt, du, wir könnten doch coole Bushcraft-Projekte gemeinsam umsetzen. Ich zeige in einer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung wirklich ganz genau, wie man zum Beispiel Messerscheiden herstellt. Ja? Wie man eine Axtscheide herstellt. Ich zeige das wirklich Schritt für Schritt und schau, das ist wirklich schön gemacht. Also das ist nicht irgendein Krimskrams, sondern er hat da sehr viel Mühe und Energie reingesteckt und zeigt auch Schritt für Schritt, worum es dabei geht. Ich habe mir das Buch angeschaut und habe gesagt, das holt wirklich jeden ab. Das holt wirklich jeden ab, der sowas tun will. Und was kannst du tun? Ich zeige dir die Projekte, die in diesem Buch vorgestellt werden. Einerseits einmal die Grundtechniken, das ist eh ganz klar. Das heißt, wenn du deinen Schuh reparieren willst, das ist eh ganz klar, dann zeigt er da, wie man das näht. Zum Beispiel, oder irgendwelche Leder, auch eine Scheide zum Beispiel wieder repariert. Aber zum Beispiel dieses Projekt hier für das Light My Fire Messer, ja, das wird präsentiert. Ja? Also er zeigt dir Schritt für Schritt, wie das hier geht. Das heißt, du kannst mit der Anleitung aus diesem Buch selbst so eine Scheide herstellen. Und ich muss da sagen, das Mora hat ja eine extrem fürchterlich grautliche Scheide, das muss man schon dazu sagen, diese Plastikhaut. Dann gibt es Kydex-Scheiden, ja, das ist auch okay, also ich finde die total super, aber als ich das gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, wow, also Bernie, das ist wirklich, wirklich schön gemacht. Oder zum Beispiel, auch so richtig typisch bushcraftig, das ist das hier. Ja, zum Beispiel für welche Axt jetzt auch immer, also wir haben jetzt hier diese kleine Fiskas hergenommen, das ist überhaupt kein Thema, aber du lernst dann in diesem Buch, wie du diese Scheide selbst herstellen kannst. Ups, jetzt ist mir sogar runtergefallen. Ja, also er zeigt dir das Schritt für Schritt, ja, wie du das nähst, auch wie du diese wunderbaren Muster hier reinbringst, ja. Das ist schon cool. Dann ein Armband, ja. Ein Armband wird vorgestellt, wie du das magst. Ja. Ich meine, schau dir das an, das ist Kunsthandwerk. Also das ist wirklich, ja, das ist schon nicht mehr Survival, überhaupt nicht, sondern das ist ganz einfach Kunst. Das ist wirklich Kunst. Und was man da reinmacht, das liegt natürlich an dir, da gibt es viele Sachen. Aber auch etwas ganz Filigranes, zum Beispiel hier, so einen Anhänger, eine Feder aus Leder. Eine Feder aus Leder. Ich habe ganz kalte Hände, ja, daher kann ich schon fast gar nicht mehr greifen. Aber schau mal her, eine Feder aus Leder. Ist das toll? Ja? Solche Dinge. Und die kannst du in diesem Buch Schritt für Schritt lernen. Ich möchte dazu noch etwas dazu sagen. Wirklich, ich möchte etwas dazu sagen. Wenn du jetzt sagst, das ist alles recht gut und schön, aber ich bin tollpatschig. Ich bin ein Boccia de Anten, so wie der Reini. Dann ist die Frage, ob du es willst. Ich will es nicht. Ich muss dazu sagen, ich will es einfach nicht. Es ist nicht mein Thema. Ja? Aber das heißt nicht, dass ich nicht der Meinung bin, dass man sowas lernen kann. Und da habe ich auch mit Bernie darüber gesprochen. Er sagt, jeder, der das will, der wirklich sagt, ich will das lernen, der kann das lernen. Und das ist seine Motivation gewesen. Diese, ich sage jetzt mal, ja, gibt nämlich auch selber Kurse, diese Schritte, die notwendig sind, dieses, naja, was mache ich als nächstes und wie geht das jetzt wirklich, den Menschen wegzunehmen und zu sagen, okay, schau, mach das genau so, da hast du dann die Lederscheide für diese Axt, das brauchst du alles an Ausrüstung und das brauchst du alles an Material und dann gehen wir es nach und nach Schritt für Schritt an, schau, da hast du das und dann musst du das abmessen, weil du kannst es auch für eine andere Axt natürlich machen. Dann machst du dir hier, schau, Schritt für Schritt, dann machst du dir eine Schablone, dann schneidest du das aus und dann gehst du das Schritt für Schritt durch, schau dir das an. Er hat sich da wirklich so viel Mühe gegeben, weil seine Motivation war, das wirklich jeden, der das lernen mag, beizubringen.
und das ist ein dicker Daumen nach oben. Wenn du das Buch für dich selbst willst oder vielleicht auch für irgendjemanden, der, wo du meinst, der will eh schon die ganze Zeit irgendwas mit Leder machen, aber er traut sich nicht so recht drüber, dann ist das hier die Antwort. Das ist die Antwort. Wirklich alles über Lederbearbeitung, Schritt für Schritt Anleitungen für diejenigen, die einsteigen in das Thema. Aber ich kann es nicht beurteilen, muss ich ehrlich dazu sagen, aber der Bernie hat zu mir gesagt, auch der eine oder andere sanft Fortgeschrittene wird noch die eine oder andere Technik hier lernen, die interessant sein kann. Und ich vertraue dem Bernie da blind. Also, wenn du selbst eines dieser Projekte hier selbst umsetzen willst, sowas hier, wenn du sowas Cooles selber machen willst, aber noch nicht weißt wie, dann ist das Buch das Richtige. Gib da unten den Link, dort kannst du das ganz einfach kaufen bei uns, das ist ganz klar. Also ich bin der Verleger oder ich, meine Firma ist der Verleger von diesem Buch. Es ist wirklich super gemacht, es ist absichtlich in A4, weil dadurch diese Schrittanleitungen da sind, weil du legst das ja vor dich hin und sagst, okay, und wie geht's jetzt weiter? Es liegt richtig schön da, es ist ein gebundener Rücken. Daumen nach oben. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Ein Abo da lassen. Da geht's direkt in den Shop. Hol dir das. Anderes Video. Das hat mich gefreut. Und Bernie, super Arbeit. Ich danke dir. Bis bald und ciao.